Wir leben in einer Generation des Upgrades. Ob es das neueste Auto ist oder das schnellste, beste Handy mit der neuesten Kamera oder die neuesten Schuhe oder die neuesten Klamotten zu tragen, was gerade einfach in ist. Ständig stressen wir uns damit, das Neueste haben zu wollen. Und es ist uns vielleicht sogar unangenehm, wenn wir jemandem sagen, hey, ich habe gerade erst noch das iPhone 7 und wir haben Generation iPhone XS Zeit. Ich habe zum Beispiel immer noch ein iPhone 7. Ich brauche nicht das neueste iPhone, solange es immer noch seinen Dienst erfüllt. Na gut, es gibt ja natürlich hin und wieder Zeiten, da spielt dann Apple so ein bisschen rein und sagt, hey, wir machen jetzt ein neuestes Update und wir unterstützen dies und jenes nicht mehr. Aber okay, so funktioniert nun mal der Markt. Mein Mac zum Beispiel, auf dem ich immer noch alle meine Videos schneide und auch 4K-Material schneide, ist von 2008. Und er beschafft mir zwar ein bisschen mehr Arbeit, weil ich hin und wieder die Hardware upgraden muss, oder er macht ein bisschen mehr Probleme. Es ist also einfach allgemein ein Ticken anstrengender, als würde ich einfach das allerneueste MacBook kaufen oder den allerneuesten Mac Pro kaufen, um meine Videos zu bearbeiten. Doch ich mache das gerne, es ist es mir einfach wert. Genau diese Muster, immer das Neueste und Beste haben zu wollen oder mal einfach etwas Neues auszutauschen, wenn das Alte nicht mehr ganz so gut funktioniert, sehe ich in Beziehungen zwischen Menschen. Bringt einem ein Mensch nicht mehr so viel, wird er weggeschoben. Ist es in einer Beziehung manchmal einfach ein bisschen schwerer oder es läuft nicht mehr ganz so wie am Anfang, dann wird er einfach ausgetauscht. Meistens reicht es, in gewissen Apps einfach mal zur Seite zu swipen und zack, könnt ihr euren Partner austauschen und ihr werdet dann einfach auch von anderen ausgetauscht. Warum haben wir es verlernt, uns einfach mal ein bisschen anzustrengen? Wenn eine Beziehung mal schwer wird oder man auch mal durch Höhen und Tiefen geht, braucht man eine Beziehung nicht sofort aufgeben und wegschmeißen. Selbst wenn das mal diese Durststrecke über ein paar Monate gehen sollte, es gibt ja einen Grund, warum ihr mit diesen Menschen zusammen seid und warum ihr diese Beziehung eingegangen seid. Also erinner dich zurück, warum du angefangen hast. Und diesen Punkt sieht man auch in vielen, vielen anderen Dingen. Sei es Kids, die ich im Breakdance unterrichte, die merken, okay, nach den Basics wird es ein bisschen schwerer und dann hören sie auf. Oder Leute, die anfangen Sport zu machen und am Anfang haben sie Erfolge, doch dann müssen sie auch irgendwann ihre Essgewohnheiten umstellen und sie hören auch da wieder auf, weil es wird zu anstrengend. Und genauso ist es in zwischenmenschlichen Beziehungen. Also wenn du da draußen einen Partner hast, wo du glaubst, du liebst ihn wirklich von ganzem Herzen, dann halte daran fest und gib nicht so schnell auf. Es gibt einen Grund, warum du die Beziehung eingegangen bist und es gibt einen Grund, warum ihr zusammen seid und warum ihr das Ganze angefangen habt. Also erinnere dich an diesen Punkt zurück und gib nicht auf, halt dran fest. Vielleicht brauchst du überhaupt gar kein Upgrade, sondern musst einfach nur deine Mittel und Wege finden, wie du mit dem, was du hast, glücklich sein kannst. Wir sehen uns im nächsten Video. Abonniert diesen Kanal. Bis zum nächsten Mal.